Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute die 10 krassesten Lotto-Schicksale. Fakt Nummer 1. Jack Whittaker. 2002 feierte Jack Whittaker wahrlich frohe Weihnachten, denn er gewann am ersten Weihnachtsfeiertag 315 Millionen Dollar. Danach ging es mit seinem Leben bergab. Zweimal wurden ihm mehrere hunderttausend Dollar aus dem Auto gestohlen. Seine Frau verließ ihn nach 5 Jahren Ehe. Er wurde wiederholt wegen betrunkenen Fahrens verhaftet und seine Familie brach ganz auseinander. Seine Tochter starb an einem mysteriösen Tod und seine Enkelin starb aufgrund einer Überdosis. Heute sagt Whittaker, ihm wäre es lieber gewesen, wenn er nie gewonnen hätte. Fakt Nummer 2. Der Übertreiber. Lotto Lothar. Der berühmteste unglückliche Lotto-Millionär aus Deutschland ist Lotto Lothar. 1994 gewann der Arbeitslose im Lotto und verprasste innerhalb von wenigen Monaten das Geld. Er erfüllte sich jeden Wunsch, den er je gehabt hatte. Schnelle Autos, Exzesse in Mallorca und unzählige Casino-Besuche. Bald darauf verstarb er an einer Leberzirrhose. Fakt Nummer 3. Die Egoistin. Denise Rossi. Thomas und Denise Rossi waren 25 Jahre verheiratet, als die Amerikanerin 1996 1,3 Millionen Dollar im Lotto gewann. Denise wollte ihren Gewinn jedoch nicht mit ihrem Mann teilen, also erzählte sie ihm nichts davon und verlangte über Nacht die Scheidung. Er wusste nicht, wie ihm geschah, willigte aber ein. Nach der Scheidung kam die Wahrheit ans Licht und ein kalifornisches Gericht entschied, ihrem Mann den gesamten Lottogewinn zuzusprechen. Dumm gelaufen. Fakt Nummer 4. Der Verlierer Hung Nguyen. Anfang 2015 kaufte sich Hung Nguyen in Kalifornien einen Lottozettel. Kurz darauf ging er auf eine mehrere Monate lange Reise nach Vietnam. Während seiner Abwesenheit kam heraus, dass er den Jackpot geknackt hatte. Nur merkte er das selbst erst, als er wieder zurück war. Überglücklich wollte er seinen Gewinn abholen. Es gab nur ein Problem dabei. Er fand seinen Lottozettel nicht mehr. Der Lottobetrieb verweigerte sich, ihm ohne den Originalschein seinen Gewinn auszuzahlen und Nguyen ging mit leeren Händen aus. Fakt Nummer 5. Der Drogensüchtige Michael Carroll. Michael Carroll gewann 14 Millionen Dollar und ging erstmal richtig schön feiern. Bald darauf konnte er vom Nachtleben gar nicht mehr genug kriegen. Wegen seiner Vorliebe für Kokain und Callgirls verlor der Engländer sein gesamtes Vermögen. Fakt Nummer 6. Der Gutmütige. Abraham Shakespeare. Als Abraham Shakespeare den Jackpot von 30 Millionen Dollar knackte, wollte er das mit all seinen Freunden teilen. Seine Spendierhosen behielt er wohl zu lange an. Er schenkte immer mehr Leuten Geld, weil er nicht Nein sagen konnte. Der Amerikaner ließ sich von jedem ausnutzen und endete schließlich tot im Haus einer Freundin, die später vor Gericht für den Mord an Abraham Shakespeare für schuldig befunden wurde. Fakt Nummer 7. Der Auswanderer, John Noakes. Zusammen mit 11 Arbeitskollegen knackte der Busfahrer John Noakes den Lotto-Jackpot. Er ging mit 4 Millionen Pfund nach Hause, im wahrsten Sinne des Wortes. Nachdem er seinen Bus zur Endstation gefahren hatte, kündigte er abrupt, wie auch seine Arbeitskollegen. Diese unüberlegte Handlung sollte ihm später noch zum Verhängnis werden. Als er einige Monate später wieder für die Busfirma arbeiten wollte, weil ihm das Geld nichts als Unglück, Neid und Familienstreit eingebracht hatte, ließ diese ihn abblitzen. Es hieß, auf seine Dienste könnte man nach seiner urplötzlichen Kündigung verzichten. Nun will der Engländer den Lotto-Albtraum hinter sich lassen und noch einmal von vorne anfangen in Zypern. Fakt Nummer 8. Der nimmersatte Americo Lopez. Americo Lopez war überglücklich, als er 2010 38,5 Millionen Dollar gewann. Er kündigte seinen Job und begann seine Zukunft zu planen. Doch einer seiner Arbeitskollegen verklagte ihn. Und zwar zu Recht, wie sich später herausstellte. Der Lottozettel, der Lopez zu seinem Geld verhalf, war in einer Sammelaktion mehrerer Mitarbeiter gekauft worden. Unter ihnen auch Lopez. Schlussendlich musste er sich dem Urteil des Gerichts beugen und das gewonnene Geld mit seinen Arbeitskollegen teilen. Fakt Nummer 9. Das Ehepaar. Jillian und Adrian Bayford. Jillian und Adrian Bayford brachten die 228 Millionen Franken, die sie 2012 gewonnen hatten, kein Liebesglück. Nur 15 Monate nach dem Lottogewinn ließen sie sich scheiden. Fakt Nummer 10. Der Schweizer Werner Bruni. Der erste Schweizer Lottomillionär
Bernard Bruni, der 1970 1,7 Millionen gewann, war nach bereits 7 Jahren wieder pleite und später lebte er von der AHV und Zusatzleistungen. So, das waren die 10 Fakten über die unglücklichsten Lottogewinner. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, welcher euer Lieblingsfall war, und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr natürlich gerne mal im Lotto gewinnen würdet, ja oder nein. Denn es gibt ja auch gewisse Risiken, wie man jetzt gemerkt hat. Schreibt das mal in die Kommentare. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.